Jo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Bildvideo für The Elder Scrolls Online. Im heutigen Video präsentiere ich euch den Solo-Vampir-Bild mit neuem CP-System. Vorweg ein kleiner Disclaimer, wir nutzen 1200 CP-Punkte zu verteilen, nicht 3600, wie es mittlerweile möglich ist, denn ich denke nicht, dass die meisten Zuschauer 3600 CP-Punkte zur Verfügung haben. Aber genau was später dazu. Dieser Bild ist einer der stärksten Solo-Builds, die ich jemals konzipiert habe. Er hat den primären Fokus In-Game-Content in Form von Gewölbebossen, Weltbossen, Dungeons und Welt-Dungeons sowie auch Arenen und Welt-Solo-Arenen erfolgreich zu absolvieren. Wichtig zu erklären ist, dass dieser Solo-Build tatsächlich einfach deutlich mehr Leben zur Verfügung hat als andere Builds und daher durchaus etwas leichter zu spielen ist. Das heißt, wenn ihr euch wirklich in einen Vampir umwandelt, ist es unglaublich schwer zu sterben. Ich würde sagen, wir beginnen und schauen jetzt in dem Bild. Viel Spaß dabei. Zu Beginn ein paar nennenswerte Fakten. Die optimale Rasse für diesen Bild ist tatsächlich der Kaiserliche. Ja, genau, der Kaiserliche. Durch das Max-Leben und die dazugehörige Kostenreduktion speziell für den Ulti ist es einfach eine unaufhaltsame Kombi für einen Vampir, denn wenn wir uns darin verwandeln, wow, sind wir tatsächlich nahezu immortal und unsterblich. Sehr gute Alternativen sind tatsächlich der Hochelf, Ork oder auch der Dunkelelf. Beim Buffwood der Wahl habe ich mich für kräftiges Gebräu der Hexenmutter entschieden. Da wir hierbei natürlich nochmal die extra Regeneration kriegen, das stelle ich auch im Video vor. Allerdings kann man trotzdem genauso gut gute Max-Leben, Max-Magia-Food nutzen. Allerdings muss man damit ein paar Heavy-Attacks einplanen. Bei der Trankwahl habe ich mich tatsächlich für das Kronenshop dreifach Wiederherstellungstränke bzw. die Craften Tri-Stat-Tränke entschieden. Natürlich Leben, Magia und Ausdauer, die dazu gegen Regeneration uns ermöglichen. Beim Mundusstein bin ich tatsächlich beim Dieb hängen geblieben. Da wir natürlich den Skill Kritische Woge nutzen und damit einen extra Heal bekommen, jedes Mal, wenn wir critten, das harmonisiert einfach auch sehr gut mit unserem zweiten 5er-Set auf diesem Bild. Ich würde sagen, wir schauen jetzt in die Charakterübersicht und gucken uns die genauen charakteristischen Statistiken an. Und diese Statistiken sind richtig interessant. Warum? Weil wir natürlich tolle neue Bonis bekommen. Wir können jetzt endlich unsere Penetration und Magiedurchdringung angucken. Ist das nicht unglaublich cool? Ich finde es geil. Wir können unseren Bild natürlich hochbuffen. Das geht einmal mit der erhöhten Magiekraft, durch kritische Woge natürlich 20%. Wenn ihr etwas jünger seid in ESO, dann seht ihr oben vielleicht die 3700 SD, Spell Damage, also Magiekraft. Das ist ein kleines Add-on, das habe ich installiert. Auf der Hauptbasis ist es natürlich mehr. Dementsprechend ja, können wir hier schon mal sehen, wenn wir die Magiekraft aktuell hochgebufft haben, sind wir schon bei 3800. Was recht viel ist, allerdings geht das noch ein bisschen höher. Wir haben auf der Bergbahn natürlich die Glyphe, die uns natürlich nochmal extra Magiekraft gibt. Boom, 4400 mehr oder weniger. Und mit dem wunderbaren Aktion, wie man es kurz gesehen hat, können wir tatsächlich nochmal 600 Magiekraft oben drauf pushen. Das heißt, wir haben 5155. Ja, was einfach nur absolut krank ist, auf gut Deutsch gesagt. Denn auf einem Solo-Bild 155 Magiekraft zu bekommen, ist schon eine echt hohe Menge. Allerdings im aktuellen neuen Setup mit den CP-Punkten ist das einfach möglich. Wunderbar. Haben wir das angeguckt? Die maximal gebuffte Werte mehr oder weniger. Ich werde jetzt noch die Resistenz hochbuffen, einfach damit ihr nochmal kurz reingucken könnt. 20 und 16k. Und ja, wir aktivieren jetzt mal den Freund und gucken auf die maximalen Ressourcen. Wenn wir den Trank nehmen, kriegen wir natürlich extra Regeneration und schauen einfach mal, ja, was dieses Biest an Solo-Content-Bild alles kann. 42 KMX Marker, 38 KMX Leben, 2232 Marker Regeneration, mehr oder weniger, wie wir es vorhin gesehen haben, 5K Magiekraft, 63%iger kritischer Magietreffer, 6K Magie Durchdringung. Wir haben 40 Punkte vom Attribut in Marker, da wir ein Marker-Solo-Charakter sind. Und das ist ziemlich cool. Wer natürlich Lust auf coole exotische Werte hat, kann die mal kurz angucken. Spannend. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal die Fertigkeiten an. Dort haben wir ja feste Fertigkeiten, die ich auf dem Bild vorgesehen habe. Allerdings auch Flexbot, die man mehr oder weniger so gestalten kann, wie man lustig ist.
Unser erster Skill, Magier Rage. Wir machen Schockschaden und je weniger Leben unser Gegner hat, sprich mehr oder weniger unter 20%, gibt es viel mehr Schaden. Das ist der Morph, der mal AOE-Schaden macht. War mir persönlich ganz wichtig, speziell mit den CP-Punkten, wo wir uns später nochmal mit beschäftigen werden. Dementsprechend haben wir hier aus dem wunderbaren Sturmrufer-Skin hier Magier Rage. Nebendran haben wir natürlich das Schadensschild. Ich habe mich für das hauseigene Schild vom Zauberer, der hier natürlich als Basisklasse dient, entschieden. Wir haben nämlich ein 11k-Schadensschild, was verdammt viel ist, wenn man bedenkt, dass wir knapp 30k Leben haben. Ungebufft. Das ist schon ziemlich krass. Das Coole hierbei ist, wir kriegen auch noch Intellekt. Das heißt, boom, nochmal mehr Magierregeneration 2000 ohne Trank, mit Trank 2400. Das ist schon sehr, sehr stark für ein Solo-Bild. Finde in der dätrischen Beschwörungslinie, wie man hier sieht, der vorletzte Skill. Ansonsten haben wir Schockschieb. Schockhieb natürlich. Schockschaden mit AOE-Effekt. Das heißt, wir machen Schaden und alle drumherum kriegen extra Schockschaden. Dieser Skill hat ebenfalls einen wichtigen Spot. Zum einen ist Schockschaden. Das heißt, wir machen extra Schaden, weil wir ein Zauberer sind in den Passiven. Das ist natürlich cool. Allerdings hat dieser Effekt tatsächlich noch was in den CP-Punkten, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, wo ich dementsprechend nochmal die beiden Skills hier im Besonderen ansprechen werde. Abgesehen davon hat dieser Skill einen ganz anderen Effekt, denn er kann ein Set procken, wo wir später bei den Sets dementsprechend mal reingucken. Deswegen haben wir den drin. Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt natürlich ihn auswechseln, allerdings macht dann der Bild relativ wenig Sinn. Findet ihr in der Zerstörungsstab-Skill-Linie der dritte Skill. Ansonsten haben wir natürlich aus der Magier-Gilden-Skill-Linie Inneres Licht, aufdauerbar, dauerhaft 5% extra Magika und natürlich die wunderbare Prophetie, das heißt erhöhte kritische Wertung und erhöhter kritischer Magie-Treffer. Ich habe ihn raufgetan, die Hypnose, aus der Vampir-Skill-Linie, weil er geil ist. Man kann damit tolle Screenshots machen, darum geht es natürlich auch sowieso auf dem Kanal. Er stunt mehr oder weniger alle Gegner um uns herum und zwar für 5 Sekunden. Und das ist im Solo-Content, wenn ihr in der VMA zum Beispiel seid, unglaublich stark. Wenn es eng wird, aktiviert ihr diesen Skill und bis abgesehen vom Boss, ja, habt ihr tatsächlich 5 Sekunden lang Zeit, euch zu buffen, euer Leben hochzuheilen, was auch immer. Unglaublich stark. Man braucht ihn nicht unbedingt, aber wenn man schon Vampir ist, finde ich, kann man den Skill gut ausnutzen. Hypnose dementsprechend hier an der Stelle. Ulti auf der Hauptbar, geladener Atonach, ihr könnt reinpacken, was ihr wollt. Ich habe den Atonachen genommen, nicht weil wir den aktivieren, weil wir natürlich Vampir sind, wollen wir natürlich den Vampir nutzen. Wir haben ihn drin tatsächlich, weil wir beim Sturmrufer pro Fähigkeit 2% Magiekraft oben drauf kriegen, dementsprechend hier der Ulti oben drauf. Ansonsten haben wir auf der Bergbar natürlich auch interessante Skills. Beginnt tatsächlich mit einem Magiergilden-Skill, strukturierende Entropie, Schaden über Zeit und alle 2 Sekunden ein Heal. Das ist der einzige Heal, den wir sofort aktivieren können, denn der andere Heal kommt nur, wenn wir kritten, sprich kritische Woge. Ihr könnt natürlich diesen Skill austauschen, wenn ihr sagt wirklich, hey, ich will einen richtigen Heal, den ich sofort aktivieren will. Klar, dunkle Umwandlung, Leben plus obendrauf auch noch Magika. Kann man natürlich machen, kostet Ausdauer. Wir können das gut nutzen, weil wir sehr viel Ausdauer haben, dadurch, dass wir kaiserlicher sind. Allerdings, mit so viel Leben kommt man tatsächlich mit strukturierender Entropie sehr gut aus. Ansonsten aus der Zerstörungsstab-Skin hier der zweite Skill, Feuerblockade. Wir haben einen Flammstab mit der Backbar, dementsprechend die Flammenversion von diesem Skill. Flammschaden, brennende Feinde kriegen mehr Schaden. Sehr, sehr coole Sache. Man kann auch den anderen Morph nehmen, der nochmal explodiert, obliegt eurer Wahl. Ich wollte allerdings ein bisschen mehr Fläche haben. Fläche passt auch gut zum nächsten Skill, Blitzflut, Schockschaden im AOB-Bereich, mehr oder weniger, wenn ihr mit einer Gruppe rennen wollt, was ihr theoretisch auch könnt, wenn ihr halt lustig seid, könnt ihr tatsächlich auch noch eine Synergie aktivieren, könnt ihr natürlich nicht selber, findet ihr in der wunderbaren Sturmrufer-Skin hier, der dritte Skill. Grenzender Sturm ist für mich der Flex-Spot, denn wir haben natürlich hier die gebufften Resistenzen, die immer sehr gut sind für Solo-Content, obendrauf Lauftempo, sehr cool. Die machen Schockschaden jede Sekunde, das ist ziemlich nice. Man kann aber wirklich alles, was man will, hier reinpacken. Das heißt, wenn ihr wirklich sagt, hey, ich will auf der Bergbar Kristallfragmente haben und sobald es durch andere Magiefertigkeiten geprockt wird, natürlich dir die wunderbare Chance, boom, einfach draufknallen, kann man machen.
Man kann auch dunkle Abwandlung da reinpacken und Entropie drin lassen, wenn man das unbedingt möchte. Man kann tatsächlich mehr oder weniger auch den Fluch spielen, wenn man ja wirklich sagt, hey, ich ja, will noch mehr Schaden als solches raushauen, als nur den Schutz zu haben. Es ist wirklich komplett eurer Wahl betreffend. Das heißt, auch wenn ihr hier in der Vampir-Skill-Linie, die hier so aussieht, tatsächlich keinen lebenden Entzug haben wollt, das heißt, Schaden gegen Leben und Ulti, kann man das auch machen. Allerdings ist dieser Skill hierbei nicht so richtig wichtig für uns, denn wir haben tatsächlich eine recht gute Ulti-Kostenreduktion am Start, die wir uns jetzt mal kurz angucken, denn der Zauberer reduziert die ultimativen Fertigkeiten und deren Kosten um 15%. Und wie wir wissen, sind wir natürlich kaiserlicher. Das heißt, 6% extra Kostenreduktion, das gilt auch für den Ulti. Obendrauf haben wir ein Set, das mehr oder weniger die ultimative Kraft nochmals runtersetzt, die wir brauchen für den Ulti. Das heißt, unser wunderbarer Spross kostet nur 214 Ult. Max Leben, Max Ausdauer, Max Magicka. 15% Schaden, mehr oder weniger, der uns dafür heilt. Und obendrauf auch noch Fledermäuse, die in ungebuffter Version 2800 AoE Schaden machen. Wenn ihr da drin seid, ist es echt, echt richtig schwer zu sterben. Aber wir haben Skill übersprungen, kritische Woge. Unser Buff, wie man es schon vorhin gesehen hat, erhöhte Magie auf 20%. Wenn wir critten, werden wir geheilt. Und da kommen wir mehr oder weniger bei diesen beiden Skills so zu einer Frontenlinie. Einmal das eine Set, das hierdurch maximal gebufft wird und ausgenutzt wird, und hier das andere Set. Ich würde sagen, wir gucken da auch jetzt gleich mal rein, aber vorher zeige ich euch noch ganz kurz eine nennenswerte Passive, nämlich Heilkenntnisse. Wenn ihr den Trank trinkt, bleiben die Buffs, sprich die Regeneration, länger erhalten oder was auch immer es ist, und das ist ziemlich stark, empfehle ich. Z-technisch, auf der Hauptbar. Jetzt schreit nicht auf, es ist perfektioniert, braucht ihr nicht. Ihr könnt ganz entspannt den normalen Stab nehmen. Das Einzige, was ihr verliert, ist 103 Magiekraft, und die ist bei so viel Spell-Damage wirklich nicht sonderlich notwendig. Wichtig ist nur, dass der Stab auf Präzise ist, mit einer Schadensschildglyphe auf der Hauptbar. Für mich war das wichtig, denn damit habe ich nochmal extra Schutz im Solo-Content. Man braucht sie nicht unbedingt mit so viel Leben, aber wenn ihr wirklich sagt, ihr solot Veteran Dungeons, eventuell sogar DLC, dann ist es wirklich, oder fangt sie an, je nachdem, dann ist es wirklich definitiv besser, einfach eine Schadensschildglyphe mitzunehmen. Verringert tatsächlich die Kosten von zerstörerischer Berührung um 10%, was für uns gut ist. Und obendrauf, bei Aktivierung, gibt es uns 600 Magiekraft für 4 Sekunden. Das da ist der Skill zerstörerische Berührung. So heißt der Basismorph ohne elementaren Stab, das heißt Frost, Blitz oder Feuer, bei uns ist ja Blitzstab. Das ist extrem krass. Hier kann man es natürlich nochmal hier sehen, zerstörerische Berührung. Sobald wir das aktivieren, wir haben es vorhin gesehen, boom, gibt es extra Magiekraft. Das kann man hier so schön sehen, da gibt es ein hübsches Icon, nämlich das hier. Das ist echt, echt krass gut. Kriegt ihr natürlich aus der wunderbaren Arena, in der Vier-Mann-Arena, der Drachenstern-Arena, die man auf normal sehr, sehr, sehr gut laufen kann. Dementsprechend perfektionierte Version braucht ihr nicht wirklich. Wichtig auf Präzise, denn wir wollen den Crit hochbuffen. Auf der Bergbar nutzen wir ein anderes Set. Das heißt, das ist nur auf der Hauptbar aktiv. Zwei Stück. Deswegen auch zwei Gegenstandsset. Wenn wir die Backbar wechseln, sieht man, haben wir nicht mehr den Stab draußen, dann ist das Set aus. Stattdessen ist auf der Backbar ein Set an, das uns erstmal mit Erfüllt und einer Waffenkraftglyphe für Magie und Waffenkraft natürlich begrüßt. Magieregeneration, Heilung, Leben, Lebensregeneration und reduziert durch die Kosten um 15% erneut. Das heißt, 15% durch die Klasse, 15% durch AKW-ische Drachengarde, was das Set ist. Und brauchen nochmal 6% einfach vom Kaiserlichen. Deswegen können wir den wunderbaren Vampir-Ulti so oft so schnell droppen. Und das ist echt, echt geil. Denn ihr bekommt obendrauf auch noch auf der Bergbar Lebensregeneration. Das ist etwas mehr Survivability, die ihr nutzen könnt. Akivirische Drachengarde, by the way, ein Oberflächenset aus Rift. Kann man dort finden oder sich beim Gildenhändler kaufen, je nachdem. Wenn wir auf die Hauptbar wechseln, by the way, kann man es nur mal kurz sehen. Das ist dann dementsprechend natürlich nur Magier-Regeneration und die erhaltene Heilung obendrauf. Der Rest ist natürlich erst an, wenn wir auf die Bergbar wechseln. Was auch gut ist, denn wir haben den Ulti auf der Bergbar. Als Mod-Set habe ich tatsächlich Eisherz genommen, einfach um auf die sichere Route zu gehen. Wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt mehr Schaden machen, was ihr definitiv mit dem Bild machen könnt, empfehle ich Grofka, weil Grofka mit dem AoE-Flammenschaden einfach unglaublich stark als Monster-Set ist.
Aber Eiszeit ist natürlich das maximale Schutzset. Symphoniert auch sehr gut mit unserem nächsten Set, das ich euch gleich zeige. Wir kriegen nämlich Magie Crit. Wenn wir kritischen Schaden machen, gibt es ein Schadensschild und gleich einen Frostschaden. Das ist ziemlich cool. Beides mehr oder weniger auf schwer, einfach um maximales Leben nochmal zu pushen. Alles auf göttlich, wie man hier sieht. Und wie man schon gesehen hat, das zweite Set für einen Solo-Charakter tatsächlich Zauberer natürlich Muttertränen. Magik, H und obendrauf die wunderbaren Crit-Bonusse. Und das ist ziemlich stark, warum? Denn genau, jetzt kommen wir zum angesprochenen Debakel. Kritische Woge heilt uns, wenn wir critten. Mit dem Set buffen wir unseren Crit. Der Rest ist Geschichte. Ein Oberflächenset aus Deshan, das ihr bei Gildenhändlern je nachdem kaufen könnt oder dort euch selbst ergrinden könnt. Wow! Das heißt, abgesehen vom Monster-Set und dem Stab könnt ihr komplett das ganze Setup kaufen, was krass ist. Wenn ihr keinerlei Möglichkeit habt, den Meisterstab zu bekommen, ist das auch nicht sonderlich schlimm. Ihr könnt dann einen Stab der Willenskraft zum Beispiel raufpacken, je nachdem, was euch zusagt. Allerdings verliert ihr natürlich ein bisschen Magiekraft, ein bisschen viel. Allerdings dadurch, dass man, wenn man mal einfach bedenkt, dass wir trotz alledem auf der Hauptbar 4400 Magiekraft rennen, ist es nicht sonderlich schlimm. Es ist einfach nur der Peak-Modus. Schmuck habe ich einmal auf Kräftigen gelassen, um unser Leben noch ein bisschen zu pushen. Man kann hier lockerflockig erfüllt gehen. Magiekraft, Regeneration auf erfüllt und nochmal erfüllt für Magiekraft. Wunderbar! Haben wir die Sets schon angesprochen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal feucht fröhlich in die CP-Punkte und schauen uns dann hier im ersten Bild, wie die aussehen. Ah, ich bin überfordert, what the fuck. So, wir können natürlich 3600 CP-Punkte verteilen. Das wären 1200 pro Farbe. Grün, blau, rot. Handwerk, Oberfläche, das Tun und Machen, Gold sammeln. Schaden, physikalisch, magisch. Schadensreduktion und Heilung. Und Orange ist ganz simpel. Tank Life, Blockkostenreduzierung, mehr Leben, Regeneration, Sustain. Das war meine Erklärung übrigens zum CP-System. Also daran, den Farben hat sich nicht wirklich was geändert. Ihr könnt diesen Tree 100% verteilen, wie ihr wollt. Das ist, grün ist wirklich, worauf ihr Lust habt. Ich nehme nur das, was für mich relevant ist. Blau und Rot empfehle ich euch so, wie ich es hier habe. Man sieht allerdings, dass wir 800 Punkte noch verteilen können. Das bedeutet, ich habe tatsächlich lediglich 400 Punkte verteilt. Ich verteile die CP-Punkte auf CP 1200, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Zuschauer haben, der CP 3600 ist, ist sehr gering. Gepaart damit, dass so ein Mensch, glaube ich, kein Bildvideo gucken muss, habe ich mich dafür entschieden, tatsächlich das Cap so ein bisschen für den Kanal zu erhöhen, statt von 810 auf 1200. Allerdings denke ich, ist das eine ganz gute Alternative und Möglichkeit, tatsächlich die Builds ein bisschen stärker zu machen, ohne dass sie einfach komplett aus dem Ruder laufen, denn die meisten Punkte hat man dann eh nur als wechselbar und das braucht man da nicht wirklich. Wir gucken gleich mal in den grünen Tree. Da habe ich begonnen mit Feilschen, ein bisschen mehr Gold. Bin dann rübergegangen zugunsten des Glücks, mehr Gold aus Wertkassetten. Dann bin ich tatsächlich da hingegangen, 15 Punkte reinzutun, um verringerte Kosten beim Wegschrein zu holen. Bin nach oben geschnellt, um tatsächlich die Waffenverzauberungen mehr oder weniger um 100% langsamer zu verbrauchen, was cool ist, braucht man nicht wirklich, aber hey, ist nett, man spart Seelensteine. Ich bin dann hier runtergegangen und habe auch hier, das kann man dem schönen Icon hier erkennen, einen aktiven Skill ausgerüstet, in der Champion-Leiste, wie man es unten sehen kann. Kommen wir gleich dazu. Das bufft tatsächlich unsere Speisen und Getränke um 30 Minuten. Wow. Das ermöglicht uns, wenn wir einen Trank oder Gift verwenden, eine Chance von 10%, ihn nicht zu verbrauchen. Wow. Das gibt uns 20% Lauftempo außerhalb des Kampfes. Wow. Und das gibt uns obendrauf auch noch Reparaturkostenreduktion um 50%. Wow. Das ist ziemlich, ziemlich stark. Hier unten habe ich tatsächlich nochmal 30 Punkte in verringerten, erlittenen Fallschaden gemacht, denn manchmal fällt man runter und ist einfach mal instant tot. Kann auch an der Oberfläche einfach ganz vorteilhaft sein. In der Champion-Leiste haben wir Fertigkeiten, wird man später nochmal genau sehen. Zum Beispiel das Teil zur Aktivierung der Champion-Leiste hinzufügen, die man als aktive Begleiter nutzen kann. Wir haben hier nur 4 Stück, also diese 4. Kann man oben sehen, wie wir darüber switchen.
Der erste, den ich aktiviert habe, ist die Heldenspeise. Die nächste ist tatsächlich die Chance. Dann natürlich das Lauftempo und die Reduktion der Kosten. Ihr könnt den grünen Tree, wie gesagt, verteilen, wie ihr wollt. Ich fand die eigentlich ganz löblich für den Solo-Content allein. Kommen wir nun zum wirklich Relevanten. Völlige Überforderung, ich weiß. Wir gehen da langsam durch. Ich bin gestartet tatsächlich mehr oder weniger in der Mitte. Und hier unten. Maximaler Marker bekommen wir. Von hier aus können wir tatsächlich unsere Crit-Chance erhöhen. Das gilt für Marker und Ausdauer. Kritischen Schadensfertigkeiten, voll spannend. Ich bin hier hochgegangen und habe tatsächlich erhöhte Magiekraft für unsere Fertigkeiten dazugezogen. 165. Immer wenn das so leuchtet und ein Symbol-Icon ist, ist dieses Skill oder diese Fertigkeit, diese Passive, aktiviert. Okay? Dadurch, dass ich hier natürlich diesen Punkt aktiviert habe, hat sich natürlich das hier geöffnet. Und das ist mehr oder weniger die Schadensreduktion, das heißt verringerte Schaden. Und das ist der Buff für erhöhten Schaden. Hier habe ich 10 Punkte in erhaltene Heilung eingepackt und 20 Punkte in verringerter Schaden von NPCs. Macht natürlich viel Sinn. Dadurch, dass wir viel Leben haben, müssen wir hier auch nicht sonderlich viel reinpacken. Bei den wunderbaren schönen Punkten, wie man hier sieht, habe ich mir einmal 1300 Marker extra oben drauf gepackt und nochmal die 150 Magie und Waffenkraft. Ich bin hier rüber gegangen und hier gibt es offensive Durchdringung und die elementare und physikalische Seite. Bei der magischen Seite habe ich natürlich die Statuseffekte um 30% die Chance zu erhöhen erhöht und habe mir diese restlichen Punkte gespart, denn das passiert recht oft, um tatsächlich unsere Magie- und Waffenangriffe für magischen Flammen und vor allen Dingen Schockschaden tatsächlich einfach zu buffen. Und nun kommen wir zu dem angesprochenen etwas. Ihr erinnert euch vielleicht, ich gehe mal kurz raus, zu diesen beiden Skills, dem hier und auch dem hier mit dem AoE Morph und dem AoE Morph. Morph, by the way, Veränderung. Da haben wir es. Beißende Aura. Erhöht den von euren Angriffen durch Flächenschadeneffekten Schaden um Prozent, in dem Fall 10%. Das ist das Ding, was ich aktiviert habe. Warum? Weil wir unglaublich viel Flächenschaden als solches machen. Wenn der executed, gibt es Flächenschaden. Unser Spamble ist Flächenschaden und prockt obendrauf auch noch das Set. Das hier ist Flächenschaden. Das hier ist Flächenschaden. Das hier ist Flächenschaden, wenn ihr es ausrüstet. Ihr seht, es macht vorne und hinten sehr viel Sinn, diese Passive rauszunehmen und zu aktivieren. Dementsprechend sind wir hier bei 10% extra Flächenschaden, Magiekraft, obendrauf gebuffte Magiekraft und natürlich Max Magica. Ihr könnt alles ausprobieren, wenn ihr mehr Punkte habt, könnt ihr verteilen. Dementsprechend, keine Ahnung, okkulte Überladung nehmen und dementsprechend hier Boom, extra Dead-Schaden machen und so weiter. Das obliegt an eurer Wahl, aber ich habe es für 1200 Punkte für diesen Bild so verteilt. Bei Orange geht's weiter, Ladies and Gentlemen. 15 Punkte, verringerte Ausweichrollen und ich denke, ich lese es jetzt ab dem Punkt auch nicht mehr sonderlich oft vor. Ihr könnt ja selber lesen, könnt ja dementsprechend auch stoppen. Bin hier rübergegangen. Verringerte Kosten nochmal für Freibrechen, wichtig für Solo-Content. Das musste ich nehmen, mehr oder weniger. Beziehungsweise ich hatte einfach noch ein paar Punkte über. Deswegen habe ich einfach, ja, bei einer Massenkontrolle oder einer auf mir wirkenden Immunität extra Regeneration reingenommen. Habe ich allerdings nicht aktiviert. Allerdings hatte ich die Punkte einfach über. Man kann die wegnehmen und dementsprechend anders nutzen. Ich habe allerdings aktiviert, wie man hier sieht, Max Leben 1400 und hier oben die Regeneration. Für mich ist das auch ein bisschen weird, gerade das erste Mal, weil das hier ist einfach ewig unübersichtlich. Ansonsten, ja, verringerte Dauer, das brauchte ich, um dementsprechend mein Leben nochmal zu buffen. Hier die Passive von Maika, während Gegner killen, durch ein kleiner falscher Gott als Set zu aktivieren. Ich habe auch Ausdauer mit reingenommen, das heißt, wenn man swappen will, kann man das machen, brauchen wir aber nicht, weil wir kaiserlich ja sowieso sind. Ansonsten hier Schadensschild Kosten reduziert und vor allen Dingen die Schadensschilder gebufft um 50%. War für mich ganz wichtig, habe ich gemerkt, den Unterschied recht signifikant. Da habe ich die Ausdauer dann eher weggelassen. Ansonsten erhöht das Lauftempo hier und hier nochmal ein bisschen Blockkostenreduktion, einfach um das Ganze abzurunden. So sieht die Leiste aus. Wir haben viele aktiviert, aber wirklich, oder möglich, aber wirklich aktiviert haben wir nur die Schadensschilder, die Max Marker, wenn wir mehr oder weniger einen Gegner killen, die Regeneration und das Max Leben. Baby,
Das war ein bisschen kompliziert und anstrengend. Meine Stimme ist auch richtig voll erschöpft und so. Das war ja der Build. Wie gesagt, ich möchte sagen, dass der Build tatsächlich unglaublich stark ist. Er hat tatsächlich seine absolute Daseinsberechtigung. Ich habe lange dem Vampir-Build versprochen. Jetzt ist er tatsächlich mehr oder weniger endlich zur Verfügung da. Zum Spielen, zum alleraktuellsten Update mit dem neuen CP-System ETC. Er ist unfassbar stark. Also speziell, wenn die Ulti droppt auf der Backbar. VMA. Pff, easy. Easy. Ihr habt Schaden, ihr habt Überleben, ihr habt den Vampir. Wenn es euch gefallen hat, droppt ein Like, abonniert den Channel, ich würde es lieben. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag. Ciao, ciao.